hatte Trainingsgruppe 2 der TSG Hoffenheim, hat ein Freundschaftsspiel absolviert und zwar gegen den SSV Dillingen, also einen Achtligisten. Das Ergebnis 19:0, im Prinzip wenig überraschend. Tim Wiese im Tor so ziemlich ohne jede Beschäftigung, die Spieler auf dem Platz unterfordert. Das Ergebnis spiegelt das wieder, was dann auf dem Feld auch los war. Dillingen einfach kein Kampfmeister für aussortierten Bundesliga-Stars. Ein eher bizarres Duell, das sich unser Reporter Alexander Bohnengel angeschaut hat. 19:0 das Endergebnis von Freims Trainingsgruppe 2 gegen die in einer höchst bizarren Veranstaltung. Man muss sich mal vorstellen, da spielen Nationalspieler, Fußballmillionäre gegen einen Achtligisten. Einerseits hat man schon gemerkt, die waren froh, dass sie sich mal wieder eine Wettkampfsituation stellen konnten. Auf der anderen Seite fühlen sie sich auch nicht wirklich wohl in ihrer Haut. Für Statements sind sie erst gar nicht zu bekommen. Der Verein TSG Hoffenheim sagt weiterhin, diese Situation ist alternativlos für uns. Wir können anders gar nicht vernünftig trainieren. Kritiker wie die Spielergewerkschaft sagen, das ist rechtlich und moralisch höchst fragwürdig. Unterm Strich bleibt festhalten, es wäre wohl für beide Parteien das Beste, wenn die Trainingsgruppe 2 nach dem Ende der Transferperiode der Vergangenheit angehört. Für Sie vor Ort in Zutzenhausen, Alexander Bohnengel für Sky Sport News HD.